Und hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Free-to-Play-Horror-Let's Play. Und zwar SCP Containment Breach. Was ist ein SCP? Ein SCP ist ein Protokoll sowie ein Programm zur verschlüsselten Übertragung von Daten. Ach nee, halt, falsch. SCP, was heißt SCP? Special Containment Procedures, spezielle Eindämmungsverfahren. Gut, also es soll ja wirklich diese komische Firma da geben, die sowas macht, irgendwelche Grusel-Wusel-Monster jagt. Ja, was lässt sich über das Spiel sagen? Dieses Spiel generiert sich immer wieder neu. Es ist kostenlos, der Download stinkt. Der Download-Link steht unten in der Beschreibung. Kann jeder sich runterladen und jeder spielen. Es ist kostenlos. Finde ich cool. So, was gibt's denn da noch zu sagen? Eigentlich nix. Wir gehen mal auf New Game. Name, den nicht der Angst. Angst, ach. Rühm. Halt, Achim will groß schreiben. Angst, Achim. Angst, Achim hat immer Angst. Und er ist immer auf der Flucht. Weil er hat Angst. Okay, liebe Freunde, wir gehen jetzt mal auf Starten und jetzt spielen wir mal SCP Containment Breach mal so eine halbe Stunde. Bin schon mal gespannt. Also wenn man stirbt, tut sich immer alles wieder neu generieren und alles ist wieder neu. Wie bei Monstrum. Also bei Monstrum, da war es ja halt so, dass wir zweimal im gleichen Raum waren, was irgendwie komisch war. Aber naja. SCP-035. Die Viecher soll es ja wirklich geben. Also ich habe mal unten was dazu, einen kleinen Link mit rein, da kann man es nachlesen. Was für Monster das da geben soll, sind ja hunderte sein. Die diese komische Security-Firma dort gefangen hat und eingetemmt. Neo. Schauen wir mal. 100! Press any key! Dann pressen wir any key. Okay, wir erwachen. Ich hab's noch nicht gespielt, ich hab's noch nicht mal angespielt, muss ich dazu sagen. So. Was haben wir denn? Und das? Ja, moin. So. Was war das denn? Ah. Ich sehe dich nicht. Okay, also wenn man die Viecher anschaut, greifen die eigentlich. Kommen irgendwie raus. Wenn man die Viecher anschaut, greifen die eine nicht an. Aber wir haben das Problem, wir zwinkern. Und wir haben nur begrenzte Ausdauer. Hallo? Lass mich rein, ich will raus. Juhu. Hallo? Lass mich rein, ich will raus. Muss ich jetzt einen Weg rausfinden? Ich wasche mir mal das Gesicht. Klo. Kann man pinkeln? Der Toilettensimulator. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Okay, dann folge ich dir. Wie läuft denn der? Hat er sich die Beine gebrochen? Die arme Sau hat sich die Beine gebrochen. Attention, please. Transportation. Dispatcher. Conway. Report to storage. Facilities. G. Also ich kann nicht einschätzen, wie hoch die Auflösung ist. Scheiße. Wartest du mal auf mich, du gebrochenes Bein? Also ich weiß eins, wir müssen hier eins, und zwar überleben. Wir können uns nicht wehren, glaube ich, wir können gar nichts. Hier bricht jetzt irgendwo ein Monster aus und will uns einfach bloß ans Leder. Warte mal auf mich, wo lässt denn du hin? Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and you'll probably be fine. Das finde ich fine. Oh, das Gezwinker. Solange der Zwinker ist kein Mensch. Ah, was bist du denn? Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Was müssen wir jetzt machen? Hier ist überall Blut. Ich mag kein Blut. Ich geh dazu einmal rein. Ich geh raus. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Lass mich in Ruhe!
Okay, da, das war ja ein kurzes Spiel. Ja, wir spielen nochmal. Wir nennen ihn jetzt wieder den. Muss mir jetzt immer wieder einen neuen Namen einfallen, das ist so blöd. Den Hass-Harry. Weil wir hassen ab jetzt SCBs. Start. Okay, also man stirbt ja ziemlich fix. Ziemlich blöd. Wieso wurden wir jetzt so schnell bei uns? Das fand ich ja gar nicht lustig. Nein, nein, fand ich nicht. Das fand ich höchst traurig. Sturzbäche könnte ich heulen. 100, press any key. Wie schätzt du jetzt? Oh, was sind jetzt nochmal alles von vorne? Und das für eine Scheiß. So, aufstehen, guten Morgen. Wir nehmen mal dieses Protokoll. Kann man da irgendwie reinschauen? Klasse D, was? Orientation. Was? Leaflet. Leaflet? Was ist denn Leaflet? Okay, wir müssen auch Sachen sammeln, so wie es aussieht. Guck mal, wenn man nicht mehr da sind, zwingt oder gar nicht. Lass man das einfach so, wenn ein Vieh kommt. Ah, jetzt. Was? Hey, they've got some work for you. Ja, ich eile mit Weile. Do me a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, and ja, by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Ja, ja, du mir auch. Okay, also der Anfang ist immer gleich. Attention, please. Maintenance, crew, echo. Please report to decontamination. Ich habe auch noch nicht die Einstellung geguckt, ne? Wie hoch eigentlich die Auflösung ist. Oh, 13. Ja, wir müssen die gleich wieder durch. Komm mal. Janitorial service. Den Sack jetzt mit mir geht mal auf den Nerven. How's it going? Lauf! Du, mit deinen gebrochenen Kniescheiben, hast du ein Meniskusproblem? Musst du zu dem Arzt mal gehen? Was denkst du? Ich höre das so schlecht. Ich höre das so schlecht. Geh mal dort rein, was du machen. Das wurde dann gezeigt. Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions and naja, jetzt sind wir da. Hi, Kollege! Geht ihr mal rein! Ich hab mich da draußen. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Komm, geht ruhig rein. Viel Spaß mit eurem neuen Freund. Mit Popo Paul. Subject D9341. Enter the containment chamber or you will be terminated. Ich mach dann hier gleich mal einen Verschwindibus. This is your last warning. You have 5 seconds to comply. Was? Halt Maul. Ja, ich geh schon rein. Subject D9341 designated for termination. Auf die Tür. Was? Ich wurde erschossen. Ich wollte mich in meinem Spiel verarschen. So, ich wollte mal kurz in die Optionen gucken. Ich wollte mich hier einfach nur vereimern. Oh, hier kommen gar keine Einstellungen. Okay, gut. Es ist schon eingestellt, wie es eingestellt werden sein soll. Ist halt hier nicht. Okay, jetzt achtet mich das Vieh. Jetzt werde ich erschossen. Jetzt nenne ich mich einfach. Wie nenne ich mich jetzt mal? Also wir haben ja schon sehr, sehr viel vom Spiel gesehen. Kann man denn schmeckern, oder? Ich muss das dumme Sauber machen. Kommt da Dreck raus. So. Einfach nur Angst. Und Schrecken. So, jetzt will ich mal ein bisschen weiterkommen als bis zu diesem blöden Tor, sonst bin ich beleidigt und höre auf. Für die nächsten 20 Minuten muss ich dann kriegen.
Außerdem will ich jetzt noch Hitman spielen. Ich habe jetzt mal meine ganzen Spiele durchgeblättert und da habe ich ein Spiel gefunden, Hitman 3. Habe ich noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, irgendwann mal gekauft und dann in die Ecke gelegt. Ich bin manchmal so ein Held vom Erdbeerfeld, das ist unglaublich. Naja, was soll's. Oh, jetzt. Aber jetzt kommen wir hoffentlich mal ein bisschen weiter. Ja, steh auf. Was für ein spannender Anfang. Also müssen wir gleich reingehen. Wenn wir noch reingehen, werden wir erschossen. Halt. Habe ich das für uns gemacht? Jetzt. Please memorize your designation as the staff who's the refer to you from now on. One. Okay. Gut, wir rennen auch nicht weg, wir gehen jetzt gleich rein. Dann frisst uns wieder dieses komische Ding. Also bis jetzt grusel ich mir die Fußzehen nach oben. Es ist so spannend, ich kotze gleich einen Riesenstrahl und renne unten durch. Das ist unglaublich spannend pur hier. Ich finde es spannend, dass man unten vorne anfängt. Aber wenigstens gleich beim... Wenn man wenigstens gleich bei dem Typ da anfangen könnte oder bei dem Raum, dann wäre es nicht ganz so unlangweilig. Ja, zwingert in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also wie es aussieht, bin ich ein Gefangener. Und muss mich diesen Fieber tun. Warum weiß kein Mensch? Weiß das nicht. Ja, kommt Leute, wir gehen rein, sonst werden wir erschossen. Ich weiß das. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Komm rein hier, Junge. Ja, komm rein, hier duschen grad. Zeig dich mal. Ich will dich mal angucken. Please approach SCP-173 for testing. Zeig mal deine Fresse. Ja, sehr schnell. Mein Gott. Was will uns der Entwickler damit sagen? Du wirst es nicht schaffen, aus diesem Raum rauszukommen. Gut, ich höre jetzt mal auf, das ist mir gerade zu blöd. Na gut, wir sehen uns mal bei einem anderen Spielchen. Ich wollte es bloß bei euch vorstellen, weil schlecht scheint es ja nicht zu sein. Falls es mal einer von euch schafft, dort rauszukommen, kann er mir Bescheid sagen. Okay, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und bis später. Ciao.